So kommen wir zu E-Government Teil 7. Wir waren hier beim letzten Mal stehen geblieben mit der besonderen Herausforderung der Produktionsprozesse. Und ich hatte es auch schon angekündigt, es soll jetzt weitergehen mit der Frage, wie das Technikrecht sich denn ja, Einfluss nimmt auf das ganze Thema E-Government und wie sich das Ganze gestaltet. Hier oben, ich will das nicht vorlesen, sehen Sie schon ein Statement aus einer Veröffentlichung und da können Sie schon den, ich sag mal, pessimistischen Grundtenor herauslesen. Und Sie werden es auch gleich im Detail hören und sehen, dass das eben eine besondere Herausforderung, vor allem auch im deutschen Kontext ist, das muss man schon so sagen. Das ist aber jetzt keine, wie soll ich sagen, das ist jetzt keine Anklage gegen ein schlechtes Recht, sondern das ist einfach eine Feststellung dessen, wie wir in Deutschland eben Technikrecht setzen. Wenn Sie da inhaltliche Bedarfe sehen zur Diskussion, sollten Sie sich mit Herrn Obermüller auseinandersetzen, der kann das viel besser beurteilen. Ich bewerte hier nur das, was tatsächlich als Auswirkungen zu erkennen sind. Genau, schauen wir mal drauf. Dieses erste Thema ist dieses Grundprinzip der Gefahrenvorsorge und Gefahrenabwehr. Was ist damit gemeint? Grundsätzlich gilt erstmal, dass eben neue technische Entwicklungen immer Gefahren hervorbringen. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Grundsätzlich hat der Staat eben auch die Aufgabe, die Menschen vor Gefahren zu schützen. Das heißt also, das ist erstmal die Grundsituation, technische Entwicklungen mit Gefahren oder Herausforderungen für die Menschen und der Staat. Wer auch sonst muss sich natürlich um die Belange der Menschen kümmern und sich darum und die Menschen schützen. Folge daraus ist dann, dass Recht eben oft so gesetzt wird, dass Gefahren im Vorfeld vermieden werden. Da spricht man eben von Gefahrenvorsorge. Oder in konkreten Situationen oder konkreteren Situationen bekämpft werden, also im Sinne einer Gefahrenabwehr. Das heißt also, dass man eben grundsätzlich, ich möchte es mal so ausdrücken, ein wenig ja vorsorgend oder vorbeugend das Recht setzt und immer erstmal die Gefahren im Vordergrund sieht bei der Rechtsetzung. Natürlich auch aufgrund dessen, dass wir gerade bei solchen Technikfragen natürlich wenig Erfahrung oder gar keine Erfahrung haben oder auch manche Gefahren gar nicht zu erkennen sind. Also wenn Sie beispielsweise darüber nachdenken, die Unfälle, weil die Leute die ganze Zeit aufs Handy gucken, beispielsweise, das hat ja keiner geahnt, als man die Handys bzw. Smartphones eingeführt hat, dass also quasi die Folge daraus höhere Unfallzahlen sind. Ja, also das sind so kleine Beispiele dafür. Eine weitere Folge daraus ist, dass man eben diese Gefahrenabwehr oder diese Gefahrenvorsorge im Auge hat, ist eben ein sogenanntes Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das bedeutet, dass der Staat eine Technologie zunächst einmal verbietet, beziehungsweise dann eben immer nur unter einem gewissen Voraussetzungen erlaubt. Das heißt grundsätzlich auch, und das ist so das Beispiel, warum Sie hier oben auch so diese auf der Folie oben rechts eben erkennen können, dass wir hier eine, ja, eine Werkstatt haben und damit ist eigentlich eine TÜV-Prüfung beispielsweise gemeint. Denn wir haben die Folge eben, will man eine Technik nutzen, dann braucht man eine Erlaubnis. Also zum Beispiel beim Auto eine TÜV-Prüfung. Oder wie beim, also dass das Fahrzeug entsprechend sicher ist. Das muss von Ihnen gewährleistet werden über die TÜV-Prüfung. Des Weiteren müssen Sie halt den Gurt anlegen, Sie müssen Winterreifen benutzen und so weiter und so weiter. Also wenn man etwas nutzen will, dann braucht man eine spezifische Erlaubnis. Gleiches gilt eben bei der Genehmigung der Datennutzung. Bevor jemand eben Daten nutzt, braucht es auch dafür grundsätzlich erstmal eine Genehmigung. Wo sind denn, oder was sind die Folgen dann daraus? Und damit eben oft von dieser, und das sehen Sie hier oben auch in dem Text, von dieser Bremswirkung des Rechts gesprochen. Denn die Folge ist, wir haben wirklich tatsächlich eine Bremswirkung, weil wir ja grundsätzlich erstmal vermieten. Und im Weiteren auch natürlich, bevor eine Technologie auf den Markt kommen darf, muss erstmal geprüft werden. Dann braucht man vielleicht dafür ein eigenes Gesetz, eine eigene Verordnung. Das heißt, technologische Entwicklungen unterliegen dann natürlich auch einem formalen Prozess in der Gesetzgebung,
was eben auch bewirkt, dass die Technologie nicht einfach mal so eben schnell auf den Markt kommen kann oder kommen darf. Und daraus ist die Folge natürlich Zeitverzögerung bei der Implementierung. Das wäre jetzt gar nicht mal so, wie soll ich sagen, so tragisch, wenn wir jetzt aber mal unterscheiden würden wollen, was die Realität ist und wie der Staat selbst agiert. Wir haben nämlich dann als Folge eine Bremswirkung gegen den Staat selbst. Ja? Also wenn Sie sich alle Diskussionen anschauen, wenn es um Datenschutz, Gesichtserkennung, Videoüberwachung und Ähnliches geht, dann ist das ganz heikle politische Themen, die ja auch von den Parteien sehr unterschiedlich bewertet werden, beziehungsweise sehr vehement in Anführungsstrichen verteidigt werden. Also Gesichtserkennungsfragestellungen, wie gesagt, ganz, ganz schweres Thema. Wir hatten vor wenigen Jahren auch diese Bodycams bei der Polizei. Wir hatten im Umkehrschluss aber auch, sollen die Polizisten ihren Namen offen tragen an ihrer Uniform? Ist das nicht eine Gefahr auch für die Polizisten? Sie merken schon nur an diesen paar Sachverhalten, dass quasi sobald es jetzt technologische Entwicklungen gibt, die eigentlich auch dem Staat selbst dienen könnten, also auch Überwachung von Handydaten und so weiter oder Chatgruppen, dann ist es so, dass wir uns eher selbst bremsen, auch durch die politische Diskussion. Aber auf der anderen Seite damit natürlich der Entwicklung in der Privatwirtschaft hinterherhecheln, weil wir gar nicht so schnell nachkommen können, wie sich dort gewisse Dinge entwickeln. Fragen sich eben bei Google und der Gesichtserkennung oder bei den Handys und der Iris-Erkennung zur Freischaltung ihres Handys. Da wird nicht gefragt, beziehungsweise mit einem kleinen Haken bei der Grundeinstellung Ihres Mobiltelefons ist diese Hürde schon genommen. Und daran kann man eben erkennen, dass es einfach ein Ungleichgewicht besteht, nämlich dahingehend, dass wir einerseits eine tatsächliche Digitalisierung erleben, über Alexa, über Cloud-Lösungen, über Twitter und so weiter und so weiter, aber andererseits eben der Staat sich selbst bremst im Netz, in der Überwachung, in der Nutzung von Informationen und damit eben seine eigene Kraft, und deswegen ist hier gesagt, ohne Durchschlagskraft im Netz agiert. Ein weiterer wichtiger Punkt kommt auch noch hinzu, den muss man sich auch vor Augen halten. Wo Recht natürlich bremst, findet auch keine Innovation statt. Ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Das heißt, wenn Sie alles verbieten, jetzt schauen Sie mal wieder Extrembeispiel nach Nordkorea, da findet dann natürlich auch keine Innovation statt. Das heißt also, immer dort, also, oder bei der Rechtsetzung, so ist der richtige Ausdruck dazu, vergisst man ganz oft eben oder verliert man aus den Augen, dass man damit auch Innovation behindert. Juristen würden natürlich jetzt sagen, ja, das ist halt so, weil es geht ja um das Recht an sich und um den Schutz der Bürger. Gleichwohl muss man sich natürlich auch Recht neu denken, wenn die Rahmenbedingungen sich grundlegend verändern. Und ich glaube, das sehen wir mit E-Government, Digitalisierung oder all den Entwicklungen, die Sie selbst jeden Tag beobachten können, dass das auf jeden Fall oder dass wir in einem Zeitalter leben, wo das auf jeden Fall zu beobachten ist. Welche Folgen ergeben sich dann für den Staat? Naja, der Staat ist schwach im digitalen Raum. Ich glaube, das sehen wir jeden Tag. Und dass er da selbst eben auch schwach agiert, konnten wir auch während der Corona-Pandemie sehen. Und es ist natürlich auch so, dass wir auf der einen Seite eben viele Innovationen haben, die vom Technikrecht eben gar nicht erfasst werden. Also zum Beispiel diese Alexa-Geschichte. Oder denken Sie an die Apple-Diskussion, als es um die Aufklärung eines Mordfalls in den Vereinigten Staaten ging. Und Apple sich weigerte, das Handy zu entschlüsseln, mit dem Hinweis, das sind private Daten und das machen wir halt nicht. Also viele Sachen sind eben vom Technikrecht gar nicht erfasst, beziehungsweise noch gar nicht ja, auf dem Schirm der Leute. Was passiert mit diesen Informationen, die da Alexa beispielsweise sammeln kann? Ist es eine schützenswerte Situation, wo der Staat eingreifen sollte? Das kann ich nicht mehr beurteilen. Ich sage nur, viele Sachen sind gar nicht erfasst. Auf der anderen Seite knebeln wir uns selber durch dieses Technikrecht. Und wir sehen das ja auch an vielen Stellen, also jetzt aus meiner Sicht betrachtet, wenn Sie auch die Datenschutzregelung an unserer Hochschule beispielsweise nur schon betrachten,
dann sehen wir, dass wir uns selbst fesseln, schon im ganz Kleinen, ohne dass man da jetzt die ganz große Keule schwingen muss. Was auch wieder problematisch ist, ist eben, dass der Staat sich natürlich dann von der Technikentwicklung in der Gesellschaft abkoppelt. Er wird abgehängt. Und das ist natürlich, wenn wir jetzt wieder an unsere Grundlagenvorlesungen auch denken, beispielsweise an Verwaltungshandeln, Verwaltungsorganisationen, eine große Katastrophe. Denn wenn man sich vor Augen hält, dass der Staat eben auch als Wirtschaftssubjekt ungefähr, na, wahrscheinlich jetzt durch Corona wieder nahezu 50% des Bruttoinlandsprodukts ausmacht und er dann quasi als Objekt, als Wirtschaftssubjekt der Technikentwicklung hinterherhängt, dann wissen wir natürlich, dass das nicht gut für die Wirtschaft in Summe sein kann. Das jetzt als Hinweise mal zum Technikrecht. Wie gesagt, ich will da gar nicht in irgendwelche Paragraphen hineinschauen oder das Ganze jetzt ja, in der Tiefe betrachten wollen, sondern ich will Sie hier nachdenklich stimmen dahingehend, dass eben das, was wir an Technikrecht sehen, eher eine Bremswirkung hat und dass wir uns ein Stück weit selbst kasteien als öffentliche Verwaltung und dass wir uns dann natürlich von den Entwicklungen in der Privatwirtschaft abkoppeln, was eben für eine Volkswirtschaft und für eine Gesellschaft in Summe nicht gut sein kann. Das sehen Sie auch in weiteren Kontexten, auch in Ihren Behörden mit Sicherheit. Stichwort ist zum Beispiel Barrierefreiheit von Lösungen und so weiter und so weiter. Auch wenn ich diese Barrierefreiheit, die ja darauf abzielt, auch Menschen den Zugang zu ermöglichen, die vielleicht gehandicapt sind, für grundsätzlich richtig halte. Die Frage ist, wie weit man geht. Und das ist halt so, dass wir in den Behörden beispielsweise sehen, dass dann auf alles einmal alles barrierefrei sein muss, obwohl man nicht mal analysiert hat, ob man überhaupt Menschen hat, die wirklich ausgeschlossen werden könnten durch eben Nicht-Barrierefreiheit. So, gehen wir einen Schritt weiter. Was ist auch so eine, was heißt Hürde, aber warum ist jetzt eine Veränderung der Verwaltungskultur grundsätzlich notwendig, wenn ich über E-Government spreche? Und ein paar Sachen sind auch schon angesprochen worden. Also zum einen ist es natürlich so, diese Technikveränderungen bedingen natürlich immer eine Organisationsveränderung oder Organisationsänderung. Wenn ich eben Prozesse oder prozessorientiert arbeite, was ich ja über die Technik will und was ja auch schon bei Lucke Reinermann angesprochen wurde, da war das Thema unter anderem Workflows, dann habe ich eben oder dann tangiere ich zumindest eben diese hierarchischen Strukturen der Verwaltung. Das bedingt natürlich auch ein anderes Umgehen miteinander und dann sind wir beim Thema Verwaltungskultur, nämlich einen anderen Austausch innerhalb der Verwaltung. Wichtig dabei ist natürlich die Einbindung der Betroffenen. Viele von Ihnen sagen das ja auch aufgrund ihrer Erfahrung aus den Praktikas oder dass eben, ja, oder oft wird von Studenten geäußert, na Mensch, die sind alle so alt da und die kriegen das nicht mehr hin und die wollen das nicht mehr. Ja, kann vielleicht alles stimmen. Ich sage nur hier, die Einbindung der Betroffenen ist ganz entscheidend, um eben solche Veränderungen in einer Organisation, das betrifft natürlich auch die Privatwirtschaft, wirklich umsetzen zu können. Und ohne die Einbindung der Betroffenen können sie eben gar nicht neue Technologien oder eine Modernisierung umsetzen, weil nur die können eben mitmachen. Wenn die nicht mitmachen, wird das nichts. Und deswegen sind bei gescheiterten Projekten in diesem Umfeld oft eben auch, ist das Projektsetting, also die Vorbereitung und so weiter, eben oftmals das Problem, dass man eben unterschätzt beispielsweise, wie viel in Change Management, in Schulung und so weiter investiert werden müsste. Und wenn wir Lösungen haben, die auch den Endkunden, also Unternehmen oder eben auch Privatpersonen einbinden, dann wird eben oft vergessen, dass man auch diese Beteiligten ausreichend berücksichtigt in so einem solchen Projekt. Klar ist auf jeden Fall, dass wir eine Neugestaltung dieser traditionellen Verwaltungsprozesse brauchen. Und das können wir ganz praktisch beurteilen, wenn wir an die E-Akte denken. Die ist, wie gesagt, an vielen Behörden schon eingeführt oder befindet sich in der Einführung. Da wird alles tangiert.
Da wird der Prozessablauf tangiert, da wird das Instrument, nämlich nicht mehr die physische Akte, sondern jetzt die elektronische Akte tangiert. Da wird tangiert, dass die Menschen sich umstellen müssen. Da wird tangiert, dass sich die Menschen sehr intensiv schulen muss. Da wird tangiert, dass die Verwaltung dadurch effizienter wird und so weiter und so weiter. Deswegen ist die E-Akte dort immer, oder an diesem Beispiel kann man es immer gut sehen, sehr bezeichnend dafür, was da alles tangiert wird, was berücksichtigt wird und worauf man in der praktischen Verwaltungsarbeit, die Government, auch wirklich arbeiten muss. Der zweite Punkt hier, die Kalibrierung des Verwaltungsaufbaus. Ich habe es gerade angesprochen. Natürlich tangiert das dann die starren Hierarchien, die in Frage gestellt werden. Typischerweise sind ja Führungspositionen in der öffentlichen Verwaltung mit Juristen besetzt. Auch hier wieder, ich habe gerade über Technikrecht gesprochen, wird ja auch die Frage tangiert, welches Management brauche ich denn da? Brauche ich dann noch einen Juristen an der Spitze einer Verwaltung? Natürlich eher nicht, weil ich eher einen Manager brauche als einen Juristen, obwohl ich jetzt nicht jedem Juristen unterstellen will, dass er nicht managen kann. Das habe ich nicht gesagt. Gleichwohl eben auf jeden Fall die Hierarchien werden in Frage gestellt. Ich habe natürlich bessere und schnellere Informationsversorgung, wenn ich sie denn nutze oder nutzen will und wenn ich bereit bin, da rein zu investieren. Das heißt also, wenn ich mich darauf einlasse, diese Daten auch tatsächlich zu nutzen. Viele Behörden, das muss man auch ganz klar sehen, erkennen diese Chance überhaupt nicht der besseren Informationsversorgung. Und wir haben natürlich auch eine Dezentralisierung der Informationsversorgung. Das heißt, wenn ich jetzt eine Behörde habe mit verschiedenen Standorten beispielsweise, kann ich eben vor Ort durch die reine technische Ausstattung viel mehr verarbeiten, nutzen und auch anwenden durch die ganzen neuen technischen Möglichkeiten, die ich habe. So, was muss ich tun? Ein paar Sachen habe ich angesprochen. Natürlich Qualifizierung, unabdingbar. Ich habe von Change Management gesprochen. Das klingt immer nicht so abgedroschen, aber Change Management ist wirklich gemeint mit Veränderungsmanagement. Da könnte man eigene Vorlesungen zu halten zu dem Thema. Und was man eben auch, oder was meines Erachtens oftmals aus dem Blick gerät, und das ist das, was, glaube ich, alle Behörden betrifft, ist eben die Medienkompetenz. Es geht oftmals doch gar nicht darum, aus einem 56-jährigen Verwaltungsmitarbeiter, der 40 oder ja, vielleicht 40 Dienstjahre hinter sich hat, einen IT-Profi zu machen, sondern es geht darum, die Medienkompetenz dieses Menschen zu erhöhen. Und ich halte ja selbst viele Vorträge zu dem Themengebiet auch vor, durchaus lebensälteren Menschen. Und die sind dankbar, die saugen das auf. Ich glaube einfach, dass man eben verpasst oder es nicht ausreichend nutzt, Change Management mit Medienkompetenz zu bündeln. Und ich glaube, dann werden eben auch viele Barrieren ja, abgebaut und die Einbindung der Betroffenen doch relativ einfach erreicht. Ich glaube, daran liegt es eben in dieser Kombination. Das heißt, man muss da keine riesigen Aktionen starten, sondern hier Medienkompetenz mit Change Management und Einbindung der Betroffenen. Das wären schon ganz wichtige Schritte, um auch diese Kulturveränderung wirklich herbeiführen zu können. So, was macht die neue Kultur aus? Natürlich geht es auch um eine erneuerte oder erweiterte politische Kultur. Das können Sie teilweise eben auch erkennen. Wir diskutieren gerade wieder über ein Digitalisierungsministerium. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber natürlich muss auch aus dem politischen Raum erkannt werden, dass die Interaktion mit den Kunden, mit den Bürgern, mit den Beteiligten im politischen System sich aktuell natürlich neu justiert. Ich glaube, das haben viele eben nicht erkannt. Man wundert sich dann über Fake News, man wundert sich über anonyme Angriffe, über das Internet und so weiter. Man hat dann einfach nicht begriffen, in welcher Situation sich aktuell ja die Kultur auch in der Gesellschaft befindet, aufgrund dieser neuen technischen Möglichkeiten. Es kommt eben zu Veränderungen der Interaktion im politischen System. Das ist das, was ich auch gerade angesprochen habe. Wenn dort Beleidigungen stattfinden, wenn dort, also über Facebook oder keine Ahnung was, was wir alles wissen,
auch Fake News gestreut werden. Es ist eine veränderte Interaktion im politischen System mit, und das kommt hinzu, einer Distanzverringerung zwischen dem institutionellen System und den Akteuren im politischen System. Das heißt also, es ist jetzt relativ schnell mal irgendwie ein Lokalpolitiker bei Facebook diskreditiert. Das ist überhaupt keine große Herausforderung. Und es gab jetzt auch vor kurzem einen Artikel über den aktuellen Wahlkampf in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit der Überschrift Der schmutzige Wahlkampf. Da ging es auch darum, wie dort Menschen und Politiker auch diskreditiert worden sind. Und wir einfach jetzt erkennen oder erkennen sollten, dass man sich diesem Problem auch stellen muss. Denn bisher wird das ja, ich sag mal, relativ widerspruchsfrei einfach hingenommen. So, gehen wir dazu über, ob jetzt E-Government eigentlich, oder was heißt eigentlich, E-Government ein Ansatz für eine Modernisierung der Verwaltung ist. Hier möchte ich nochmal einsteigen, das Bild kennen Sie, weil es mir darum geht, hier hatten wir darüber diskutiert, über das Thema Binnenmodernisierung und Außenmodernisierung. Und ich hatte damals beim neuen Steuerungsmodell schon ausgeführt, dass wir uns insbesondere um die Binnenmodernisierung gekümmert haben. Und den Grund hatte ich auch genannt, weil es eben vor allem hier um harte Instrumente geht, weil man sich damals aus der Zeit, aus der es stammte, eben davon versprochen hat, die Verwaltung denkt jetzt wie ein Unternehmen und dadurch wird dann auch alles wirtschaftlicher und wir können eben Ausgaben sparen. Das war ja der Hintergrund unter anderem dieses Bildes. Ich komme gleich auf diese Begriffe wieder im Kontext von E-Government und deswegen hier nur nochmal als kurze Erinnerung zu dem, was wir dort schon hatten. Also es stellt sich natürlich erstmal die Grundsatzfrage, ist E-Government denn eine Strategie zur Modernisierung von Staat und Verwaltung? Was wir natürlich sehen, und das ist ja auch schon in der Luke Reinermann-Veröffentlichung rausgekommen, wir sehen natürlich Eingriffe in Prozesse, in die Methoden, in die Strukturen, und ich habe gerade von Kulturveränderungen gesprochen. Das heißt, natürlich bedingt es einen Umbau der öffentlichen Verwaltung. Das ist abzusehen. Aber wenn Sie in die Realität auch Ihrer Behörden reinschauen, dann sehen Sie doch, ja, da wird technisiert, aber ist das ein wirklicher Umbau Ihrer Verwaltung? Ich würde das mal in den meisten Fällen eher verneinen wollen. So, und auch da wieder in Erinnerung rufen, was heißt denn eigentlich Reform? Ja? Und da hatten wir auch dieses Thema von Frau Mainz oder dieser Begriff bezeichnet eben allgemein eine politisch intendierte, durchsetzbare Intervention zur Veränderung in eine wünschenswerte Richtung. Also eine politisch intendierte Intervention. Und was ist jetzt aber E-Government? Und wenn wir uns das vor Augen halten, auch wieder kommend aus der Veröffentlichung von Luke Reinermann, dann ist E-Government keine Reform. E-Government ist Technik. Und das ist genau der Knackpunkt aus meiner Sicht eben. Wir haben eben den Kernpunkt der Kritik und der gesamten Herausforderung, was E-Government betrifft. Es ist eine einfache, in Anführungsstrichen, Technisierung der Verwaltung. Und da es eine Technisierung ist, ist es eben auch keine Modernisierung oder eine Reform der Verwaltung. Ich glaube, man hat diese Chance bis heute nicht erkannt. Wir kommen ja im nächsten Semester zu dem Thema digitale Transformation der Verwaltung. Auch dort sehen wir, dass wir eben technisieren, aber eben nicht wirklich modernisieren oder reformieren. Ja? Und das sehen Sie auch in vielen Veröffentlichungen als Kritikpunkte oder auch aus frühen in Anführungsstrichen Veröffentlichungen von vor 10 Jahren. Da wird das immer wieder betont. Das heißt, das ist jetzt nicht eine Schmidtsche Erkenntnis sozusagen, sondern das ist, glaube ich, wissenschaftlich anerkannter Mainstream, wenn ich das mal so sagen darf. Klar ist es aber so, wir haben natürlich ein anderes Staats- und Verwaltungshandeln, natürlich auch verbesserte Möglichkeiten der Informationsverarbeitung, der Nutzung von Informationen und natürlich werden dadurch strategisches und planerisches Verhalten oder Handeln der Verwaltung erleichtert oder verbessert. Wir haben bessere Informationslagen, wir können eigentlich auch schneller handeln, wir können orts- und zeitungebunden aktiv werden. Das war jetzt natürlich ein großer Vorteil, auch im Rahmen der Corona-Pandemie, dass eben das Verwaltungshandeln sich jetzt doch dort orts- und zeitungebunden
gestalten ließ. Die Frage ist halt, das sehen Sie bis heute auch an den Diskussionen in den Behörden. Also ohne Corona wäre es wahrscheinlich gar nicht so schnell gegangen, das ist die eine Seite. Und inwieweit man es wieder zurückdreht, das ist ja auch die Frage, die sich jetzt gerade zeigt. Wenn ich so manche Signale aus der Politik in Niedersachsen deute, dann würde ich sagen, es wird eher wieder zurückgedreht. Wir haben natürlich auch Potenzial zur Reduzierung des Aufwands, aber eben auch die Frage, sinken dadurch die Kosten? Mein immer wieder gewähltes Beispiel ist dazu eben, wenn Sie als Verwaltung über Twitter, Instagram, Facebook, E-Mail und Telefon und Fax erreichbar sind, dann sinken die Kosten mit Sicherheit nicht, weil der Aufwand dort auch steigt durch die unterschiedlichen Informationskanäle. Aber klar, natürlich sollte jedes E-Government-Projekt auch im Sinne der § 7 der Bundeshaushaltsordnung, Landtagshaushaltsordnung, die ich schon angesprochen hatte, nämlich Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und eben das Durchführen entsprechender Wirtschaftlichkeitsanalysen, immer analysiert und auch überprüft werden. Aber in vielen Bereichen führt das eben nicht automatisiert zu einer Senkung der Kosten. Jetzt komme ich wieder zum Thema eben neues Steuerungsmodell zurück. Binnen- und Außenmodernisierung haben wir gerade gesehen. Ich hatte gesagt, NSM war starke Binnenmodernisierung. Jetzt passiert Folgendes. Wenn wir jetzt aber E-Government durchdenken sozusagen, dann sind wir natürlich bei der administrativen Leistungserbringung bei einer Modernisierung und eben aber auch einem Einbezug des politischen und administrativen Systems. Und das bedeutet also quasi, wenn ich jetzt eine Leistung elektrifiziere oder technisiere, dann verlasse ich natürlich die Binnensicht, also innerhalb der Verwaltung, und berühre natürlich die Außensicht, nämlich den Bürger oder auch den Unternehmer durch eine technische Lösung. Das heißt, hier findet eine Grenzüberschreitung von Binnen- und Außenmodernisierung statt, was wiederum eigentlich eine gute Nachricht sein sollte. Warum? Weil wir auf dem Weg natürlich genau das, was man am neuen Steuerungsmodell kritisiert hat, jetzt hier durch Technik quasi zwangspassiert, nämlich diese Überwindung der Hürde zwischen Binnen- und Außenmodernisierung. So, wie wird das Ganze verstärkt oder was können wir beobachten? Wir haben natürlich eine stärkere Dienstleistungsorientierung und Dienstleistungserwartung auch der Bürger, das muss man ganz klar sehen. Wir werden auch durch auch technische Lösungen, denken Sie jetzt an das, was jetzt alles online schon abgewickelt werden kann, was Sie bestellen können, denken Sie an solche Online-Warenhäuser, denken Sie an Klarna, an eBay, an Amazon. Ja, wir sind es doch jetzt gewohnt, alles per Klick und Wisch und sonst was zu erledigen. Das heißt, die Dienstleistungsorientierung der Bürger und Erwartungshaltung steigt. Der Zugang des Bürgers zur Verwaltung ist viel einfacher, er hat viel mehr Informationen zur Verfügung, er kann auf unterschiedlichsten Wegen Kontakt aufnehmen. Das heißt, auch dadurch wird natürlich die Erwartungshaltung des Bürgers gesteigert. Im Weiteren haben wir natürlich die Bestimmung des Nutzens der Maßnahmen. Das ist immer entscheidend, wird leider vernachlässigt. Also wenn ich eine E-Government-Maßnahme, ein Projekt umsetzen will, muss ich den Nutzen bestimmen, um eine Wirtschaftlichkeitsanalyse tatsächlich auch durchzuführen. Und das wird auch gemacht, also nicht so, dass es nicht gemacht wird. Aber hier bei der Nutzendefinition, da ist immer die Frage, wen habe ich eigentlich im Blick, den Endkunden, den Bürger oder das Unternehmen oder den Nutzen der Verwaltung? Das ist die große Herausforderung. Und wo man sicherlich Modernisierung ja, vorantreiben könnte, ist in der Kooperation eben mit der Privatwirtschaft. Das sehen wir auch in der Vorlesung Digitale Transformation nochmal an einigen Beispielen, dass sich da in den letzten Jahren doch einiges entwickelt hat. Und der Gedanke geht ja wirklich dahin, auch wieder Richtung Subsidiarität. Gerade wenn Technik vieles ermöglicht, kann sich der Staat dann nicht an vielen verschiedenen Stellen wirklich noch stärker zurückziehen und es denen überlassen, die es vielleicht besser können, wie beispielsweise Amazon oder anderen. Da stellt sich aber dann natürlich immer die Frage, was sind hoheitliche Aufgaben? Kann man so einfach hoheitliche Aufgaben wirklich entsprechend
ja, weitergeben oder will man sich an der Stelle überhaupt aus gewissen Strukturen zurückziehen und darf man das auch überhaupt? So, was ist ein Ansatz im Sinn dieser Modernisierung? Das ist dieses sogenannte Lebenslagenprinzip. Was sind Lebenslagen? Das steht schon da oben, sind Umstände, unter denen Individuen oder Gruppen leben und die Möglichkeiten, die ihnen ihre Existenz bieten. Lebenslagen können eben auch Unternehmenslagen sein. Das müssen also nicht nur Lebenslagen des einzelnen Menschen sein. Auch das sehen wir nochmal in der Vorlesung Digitale Transformation. Das heißt also, wenn man das übersetzt, das ist die eingenommene soziale Position jetzt aus Sicht des eigenen Individuums, also aus einer persönlichen Sicht. Und das kann bedeuten, ich habe eine gewisse Familiensituation, also ich habe 3 Kinder oder 7 Kinder oder bin verheiratet, geschieden oder sonst was. Ich habe eine spezifische Arbeitssituation. Ich arbeite zum Beispiel, keine Ahnung, auf dem Bau und habe da eben gesundheitliche Risiken. Ich habe eine gewisse Einkommenssituation. Ich bin vielleicht reich oder arm oder keine Ahnung was. Oder es bedarf spezifischer, wie soll ich sagen, Unterstützungsleistung, ja, weil ich eben kein hohes Einkommen habe. Das ist gemeint mit spezifischen individuellen Lebenslagen, die einfach die soziale Position des einzelnen Menschen unterstützen. Und na klar ist es doch so, wenn wir jetzt wieder an die Aufgaben des Staates denken, dann muss es doch darum gehen, sich Wohlfahrtssteigerungen sicherzustellen. Und das heißt doch hier, dass ich auf diese Situation des einzelnen Menschen eingehe. Und deswegen sind diese Lebenslagen ein Schlüsselwort für auch alle Ansätze, um aus E-Government oder aus Digitalisierung Verbesserungen für die jeweiligen Individuen oder Gruppen oder auch Unternehmenslagen zu ziehen. So, was bedeutet das generell, das Lebenslagenprinzip im Kontext von E-Government? Also auf der einen Seite geht es um ein Organisationsprinzip, das eben den Zugang der Bürger zur behördlichen Dienstleistung regelt. Auf der rechten Seite sehen Sie so ein klassisches Organigramm. Und da habe ich immer wieder was erzählt. Sie erinnern sich vielleicht ganz dunkel dran, dass so bei den Städten das Ganze immer relativ ähnlich aussieht, weil die alle ähnliche Aufgaben haben. Ja, also irgendwie Kultur, Sport und was weiß ich und Ordnung, also hier ein paar Politessen. Das ist politikfeldbezogene Aufteilung. Oder schauen Sie auf die Bundesregierungsebene oder auf die Landesregierungsebene. Dort haben Sie Ministerium für Bau. Sie haben ein Ministerium für eventuell bei Digitalisierung, für Umweltschutz. Das heißt, das sind Politikfelder. Aber nicht Lebenslagen der Menschen. Und hier geht es genau andersrum. Hier geht es um ein Organisationsprinzip eben genau entlang der Lebenslage der Bürger, also Orientierung der Verwaltung am Bürgerbedarf. Heißt, das hat dann nichts mehr mit der Aufgabenstruktur einer Verwaltung zu tun, sondern mit der tatsächlichen Bedarfssituation des Bürgers. Und da liegt eben, wie gesagt, aus meiner Sicht der Schlüssel für ein wirklich effizientes und effektives E-Government in Summe und die Digitalisierung im Speziellen. Was sind denn typische Lebenslagen? Umzug, Heirat, Geburt, Krankheit, Arbeitslosigkeit und so weiter und so weiter. Ich habe natürlich ein paar Sachen schon angesprochen, die da eine Rolle spielen können. Das kann aber auch sein, also wenn Sie jetzt an Integration denken, beispielsweise auch Flüchtlingsstatus, ja, das wäre ja auch eine Lebenslage, in der ich mich befinde. Also das kann man sich alles Mögliche darunter vorstellen. Also der Bedarf des Individuums gegenüber dem Staat. So, wie kann man jetzt Lebenslagen praktisch auch umsetzen? Beispielsweise durch Bedarfsgerechtigkeit der Navigation und der Prozessstrukturen von Webseiten und dahinterliegende Leistung natürlich. Und das ist eben ganz interessante Entwicklung, die es da zumindest schon gegeben hat. Und das Prinzip ist eben das Auswählen eines Symbols zu der eigenen Lebenslage oder eines Links. Und dann kriege ich eben Informationen, Antragsformulare und so weiter. Und begonnen hat das meines Wissens nach auf der ganz konkreten nächsten Seite. Die haben damit meines Wissens angefangen. Sie sehen eben hier die genauen Situationen. Wir haben 3 Anspruchsgruppen hier bei der Bundesagentur für Arbeit: Institutionen, Unternehmen und Privatpersonen. Und dann kommen die Lebenslagen. Privatpersonen, Arbeitslosen, Arbeit finden.
Das hier sind die jungen Leute mit Schule und Ausbildung. Hier geht es um Kindergeld und hier geht es um Menschen, die benachteiligt sind. Und jetzt wird es interessant. Es geht also nicht nur um den Aufbau der Website. Damals war das so. Also es war so, dass man dieses Projekt war darauf ausgerichtet, dass die Menschen einfacher die richtigen Informationen auf der Website der Bundesagentur für Arbeit finden. Aber im Laufe des Projektes ist man dann dazu übergegangen, weil man natürlich die Fachbereiche, die die Inhalte bereitstellen, mit einbinden musste in diese Arbeit, dieses Lebenslernprinzip. Und da sind die Fachbereiche dann selbst auf die Idee gekommen, dass sie sich selbst auch organisieren sollten nach Lebenslagen der Bürger. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel auch für das Thema Kulturveränderung, was ich in diesem Video angesprochen habe, für eine Verbesserung für die Bürger, für ein effizienteres und effektiveres E-Government. In Summe ist mit Sicherheit das Lebenslagenprinzip oder eben das Unternehmenslagenprinzip. Genau, das soll es bis hierher erstmal gewesen sein und bis demnächst. Ciao, ciao.